Willkommen zurück zu Persona 5. Wir sind mittlerweile ziemlich tief hier in der Bank und im Tresor von Kaneshiro und suchen gerade anscheinend nach weiteren Codewörtern oder eher Codebuchstaben mit deren entsprechende Bedeutung. Ich hätte nochmal alle geheilt zwischendurch mit Media, mit dem alten Heilturm namens Morgana. Manchmal kann ich die Leute nicht gut anvisieren, ne? Das muss man so ein bisschen ankreiden, aber gut. Ach komm. Show me your true form. Alte Nervensäge. Bist du was Neues? Nee, ne? Nö. Und noch eine Blankokarte bekommen für den Kampf. Okay. Focus. Pflanzenbalsam. Hier ist ein Eingabefeld. Die Tür wird erst aufgehen, wenn wir das Eingabefeld nutzen können. Ich schätze mal, uns fehlt noch ein Buchstabe, oder? Da wir da hinten noch lang können. Wer vorstellt, ne? Das ist ein PIN-Eingabegerät. Reap steht da drauf. Ja, wir haben fast nichts davon, oder? Also E und A fehlen uns auf jeden Fall noch. E und B haben wir, glaube ich, ne? Reap, also das englische Wort für ernten. Warum hat er so ein komisches Passwort? Ja, weil die Leute geerntet. Er sieht die Menschen als wandelnde Geldautomaten. Er hält das Geldeintreiben wohl für eine Ernte. How unsightly. Kaneshiro ist echt bis ins Mark verdorben. Wenn das wie vorhin abläuft, dann sollten wir uns die Hinweise helfen, das Passwort zu finden, richtig? Werden wir sehen. Warum suchen wir uns nicht die Infos, die wir schon haben? Ja, wir haben noch nicht E und A, also das wird nicht funktionieren, oder? Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. I have something. Glaube ich. Also mindestens noch E und A. Ich meine, P haben wir bekommen, oder? War das nicht so letztes Mal? R hatten wir sowieso wegen Rich noch. Ich habe noch nie jemanden instant getötet. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert. Show me your true form. Keine Ahnung. Das ist noch nie passiert. Oh, ein Schatzgegner? Ja, ein Schatzgegner. Look, there's a rare one. Okay. Let's do this! Coming! Looking good, Panther! Two bolts on the ground! Und die Schätze hier waren psy-schwach, richtig? No problem. Das wird viel Erfahrung geben. Let's go. ...765 und fast 13.000 Yen. Sehr saftig. 26. Sagen wir momentan bin ich ganz zufrieden mit dem Level-Ups. Okay. Gut. It's a decisive victory. Okay, da oben geht's nachher lang, jetzt aber noch nicht. Und hier ist noch ein Gegner, ein Hund. Show me your true form. Nichts Neues, bis gleich. Okay. A complete victory. Now let's keep going. Warum kann ich das? Ist hier noch was versteckt? Oh, a treasure chest. Ein Treasure-Chest tatsächlich. Eine Modellwaffe. Ich bin überrascht, dass ich wieder Ausrüstung alles kriege. Ja, das ist wirklich interessant. Ach, das ist eine von denen, die man wahrscheinlich wieder umformen kann in eine richtige Waffe. Also, in so eine Persona geopferte Waffe. Plong. Herausgerissene Seite 2. Also noch kein Übersehen, wenn das die Seite 2 ist. Das ist schon mal gut zu wissen. Aha, okay. Das hilft. E9A3. Werde ich nochmal checken, wenn ich davor stehe, denke ich mal. Sieht so aus wie die Notiz von vorhin. Die Ecke ist hier auch so ausgefranst. Nice. Perfekt. Je mehr Hinweise wir finden, desto schneller können wir den Code auslösen. Los, wir müssen zur Eingabemaschine. Ja, aber warum geht's hier noch hoch? Ist hier noch irgendwas? Ach so, ein Shortcut. Okay. Das Spiel ist wieder sehr nett und freundlich. Also ist es immer gut, ne? Wenn man nicht unbedingt zurücklaufen muss, sondern einfach auf einer Tour bleiben kann. Das ist ein relativ gutes Level-Design dann immer. Dort haben wir alles gemacht, oder? Ja, würde ich sagen. Gut. Also dann müssen wir noch mal gucken. Ich habe jetzt nämlich nicht mehr R und P. P war, glaube ich, irgendwie 1 oder so, aber wahrscheinlich war es nicht so. Keine Ahnung. Ich gucke immer mal nach. Wo gucken wir nach? Was haben die gesagt, wo wir nachgucken können? Bei Gegenständen?
Das würde Sinn machen, weil hier müssten die ja bei Schätzen aufgeführt sein, ne? Ja, okay. Okay, wir hatten jetzt Reap. Also ist es im Grunde 0. Okay. Sperre ist aktiv. Bitte erforderliches Passpin eingeben. 09. Oh. Weißt du, dieses ganze Quatsch dazwischen, und da vergesse ich das nämlich wieder. Das ist das Problem. Also müssen wir Reap wieder in Zahlen umwandeln und vorhin. Ja, sofern wir es schaffen, die Hinweise zu enträtseln. Ich guck nochmal, bevor ich es falsch mache. Es kommt ein Alarm oder irgendwie sowas. Dann kann ich gleich die Unterhaltung skippen. Wenn ich das nämlich vorlese, dann vergesse ich das wieder. Das weiß ich einfach. Okay, 0931. Kurzzeit gibt euch das ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Langzeit ist es anders. Ich kann mich an ganz komische Sachen erinnern, aber Kurzzeit? Yes. Dieses Geräusch, die Tür scheint sich wieder bewegt zu haben. Alles klar, es hat funktioniert. Du hast deinen Soll diesen Monat nicht mal annähernd erfüllt. Schluss mit der Entschuldigung. Du musst jeden letzten Cent abernten. Schon wieder diese Stimme. Ich sorge dafür, dass du das verstehst. Euch, die kein Geld verdienen, sind wertlos für mich. Der hat echt nicht mehr alle. Er hält Geld offenbar für wichtiger als das Leben eines Menschen. Was für ein erbärmlicher Typ. Let's go! Ja, bringen wir schon hinter uns. Die Tür ist bestimmt offen. Wir sollten also zurückgehen. Was meinst du, Joker? Sollen wir direkt zurückgehen? Ja, natürlich. Gerne. Auch das finde ich eine sehr nette Funktion. Sehr, sehr nett sogar. Wir wollen mal speichern, wenn wir schon wieder in der Nähe sind, weil wir wieder viel geschafft. Gut, dann wissen wir jetzt, wie es abläuft. Ich dachte, es würde ein bisschen simpler ablaufen. Ich hatte gar nicht mit Untergrund jetzt noch gerechnet, aber okay. Let's do it. Kommen wir mit klar, ne? Machen wir schon. Kein Thema. Okay. Na, ich weiß nicht, ob ich Enders also mal austauschen sollte. Ich kann sie ja jederzeit austauschen. Weil so viel Mana hat sie wirklich nicht mehr und ich will sie nicht mehr aufladen. Morgana hat natürlich noch mehr, ne? Komm, Ende, gehst mal kurz raus. Morgana kommt rein. Jetzt zum Ende hin so ein bisschen die SP besser verteilen. Focus. Die Vorräte auch nutzen, die man noch so hat. Yeah. Oh, sie ist offen. Das war die zweite. Wie viel gibt es denn noch? Weil sie. Das sehen wir dann. Gehen wir weiter. Ja, wir müssen sowieso überall durch, also ist die Frage auch irrelevant. Let's go. Da kommen noch ein paar, wie es aussieht. Doch noch alles wesentlich größer als gedacht. Und irgendwo muss der Samen auch noch sein, ne? Und der wird hier irgendwo hier sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich wüsste nicht, wo er sonst groß sein soll. Wo ist der Gegner, den ich hier sehe? Ach, rechts um die Ecke, ne? Joker! A treasure chest! Erschreckt mich nicht so. Ah, diese Stromdinger machen mich aber ein bisschen kirre. I'll reveal your true form. Nichts Neues, denke ich. Ich habe nicht mehr gucken zu müssen, ob wir die Feinde schon kennen. Wir werden die, glaube ich, kennen. Ne? Die meisten hier sind einfach skippen, denke ich. Ich habe jetzt so ein bisschen, noch ein bisschen vorankommen hier. Okay, da oben geht es auf jeden Fall irgendwann hoch. Aber nicht von hier, doch von hier aus sogar schon. Okay, vielleicht müssen wir sogar auch erst hier hoch. Na, zumindest ist da ganz oben Schatz. There's a treasure chest. Come, let's open it. Wenn wir dahin könnten, ja, dann müssten wir erstmal dahin kommen. Und wir machen besser alles hier oben erstmal fertig, bevor wir runtergehen. Haben wir schon mal einen Koffer? Noch nie, oder? Bisher meistens nur diese komischen Sparschweine. This way. Was ist das schon für die Elektroschranken, oder? Ja, dachte ich mir, gut. Das ist der Schatz auch voll, den er vorgesehen hat. Den habe ich noch gar nicht weiter beachtet, ehrlich gesagt. Hier kommen wir momentan nicht. Hey, look at this. Diese Tür scheint anders als die anderen zu sein. Sie ist aus glänzendem Gold. Und da ist auch dieses komische Schwein. Wir sollten erstmal auf Erkundung gehen. Guten Morgen. Dieser Zugang steht nur Angestellten der Kanishiro Bank offen. Bitte zeigen Sie Ihre Schlüsselkarte vor und zahlen Sie 10.000 Yen. Ich verstehe, dass Angestellte Ihre Schlüsselkarte zeigen müssen, aber Sie müssen auch noch bezahlen und das nicht so knapp? I see. Also betrachtet sogar Kanishiro seine Angestellten als Ressource, die er abzapfen kann. Sicher.
Ihr werdet ein bisschen damit verdienen, aber viel kann auch nicht sein. What do you want to do? Was sollen wir machen? Ich finde es nicht, dass wir keine Schiere was bezahlen sollten. Wir haben noch gar keine Karte, oder? Doch, haben wir wohl, stimmt. Wir machen das. For real? Echt jetzt? Mann, was für eine Verschwendung. Na, ist der Samen dahinter? Oder ich habe unter Umständen Teil des Rätsels geskippt dadurch, was echt dämlich wäre. Weil dafür Geld auszugeben wäre es nicht wert gewesen. Ich hoffe nicht. Aber gut, schlimm ist es auch nicht. 10.000 kriegen wir wieder rein. Seite 3. Das ist noch so eine Notiz. Da steht U gleich A. Das ist doof. Okay, das ist nicht doof, wenn wir rausfinden, was A ist. Wir wissen ja, was A ist. Ah klar, es ist gar nicht doof. Wir wissen ja, was A ist. Nee, ist okay. Das sieht aus wie eine andere Notizen. Das ist sicher ein Hinweis. Naja, das ist schon klar. Ich frage mich, ich gehe mal zurück jetzt. Ich habe das Gefühl, ich habe durch dieses Geldzahlen einfach was geskippt. Richtig? Ich habe mir das sozusagen leichter gemacht, aber dafür Geld bezahlt. Was definitiv nicht sinnvoll war. Aber ich werde keine Träne vergießen, deswegen. Ja, ich muss auf jeden Fall in der nächsten Zeit wieder ein paar Dietriche herstellen. Das merken wir schon, ne? Goldene Weste. Für Männlein und Weiblein. Die ist bestimmt gut. Hatte sie noch gar keine Rüstung? Bestimmt, hatte sie noch gar keine. Also bei mir macht es eigentlich am meisten Sinn, ihr eins zu geben. Weniger ausweichen, mehr Ausdauer, mehr Rüstung. Also eine reine Tank-Klamotte. Ja, warum nicht, Christa? Christa. I'll reveal your true form. Machen wir fix zusammen. Die kommen ja einfach noch nicht, was soll's. Das ist bestimmt die Schwäche von denen. Naja. Sie ist es nicht. Gut. Nice. Do not move a muscle. Wipe 26 für N. Okay. A complete victory. Eine Alarmkapsel. Hier ist auch noch ein Gegner. Ich denke mal, das führt uns genau dahin, wo wir gerade einen Shortcut gemacht haben, ne? Also einen Shortcut unnötigerweise bezahlt haben. Show me your true form. Jo, Level Ups. Gab's nach dem Kampf. Neue Skills anscheinend auch. Angriffssprung. Wir müssen zum ersten Mal bei ihm was rauswechseln. Was kann Angriffssprung? Schwerer körperlicher Schaden. Hat also auch einen schweren körperlichen Schadensmove. Okay, dann braucht er Ausfall nicht mehr, ne? Weg damit. Okay. Übrigens haben die Rakshashas auch eine Segenschwäche, also diesen Heiligschaden. Das hat gerade meine Spürnase uns verraten. Wow. Ja, gut. Muss ich schon fragen, ob in diesen Bereichen, diesen Dungeon überhaupt irgendwas ist, was uns aufhält, oder? Weil ich habe das Gefühl, wir können gerade bis zum Schatz durchlaufen, weil wir sind ja, glaube ich, im letzten Part. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch viel mehr kommt. Das ist schon ziemlich viel gewesen bisher. Wir machen das gerade in einem Rutsch. Eigentlich mache ich das normalerweise nicht in einem Rutsch. Ehrlich gesagt, weil ich meistens eher so zwei Anläufe nehme, um das ein bisschen mehr aufzuteilen. Aber dank Mementos haben wir andere Möglichkeiten zu kämpfen zwischendurch. Und wenn ich das hier in einem Mal schaffe, warum nicht, ne? Ganz ehrlich. Ja, der ist immer wieder powerful, gefährlich, der Rote. Den machen wir mal zusammen, der kann ja auch in die Hose gehen. Das wollte ich bestimmt nicht verpassen. This one's weak to psychokinesis. Hab nur ich, ne? Persona! Wie wär's, du schenkst dir mal einen Pokal des Meisters an? Verwirrung. Immerhin. Something else. The non-sheep! Go down! They're all knocked down! That was incredible, Joker! This'll end it!
This is my other self. It's tenacious. Here he comes! No way! What was that? Oh, Gott sei Dank. Mein Gott, ey. Let's go. Wir sind immer wieder gefährlich. Jedes Mal. No sudden movement. Nein! Oh Gott, das war so gefährlich, wie ich das sehe, ey. Jedes Mal. Stress. Okay. Die Typen sind echt immer stressig. Wieder ein Husti gemeiner Rüstung. Also drei davon haben wir schon. Leider keine vierte bisher. Jetzt könnte ich schon waschen, ne? Ohne dass ich irgendwie was verschwenden würde. Eiger, mittelschwerer Fluchschaden. Das ist auf jeden Fall besser als IH, weil das ist nur leichter Schaden. Ja, Lenan ist eigentlich eine ziemlich gute Persona geworden, finde ich. Macht echt Spaß mit dir. Okay. Die Psyokrabbe hilft auch echt. Wir haben auch noch einen Schatz, ne? Wenn wir auch noch mitkommen. Und da können wir echt Geld gebrauchen. Jetzt nehme ich das auf jeden Fall mit. Weil wir wieder dick verkaufen, wäre ganz nice. Ich sollte auf jeden Fall heilen auch. Dich hole ich wahrscheinlich nicht mehr rein in den Kampf. Das heißt, du kannst noch kurz die Heilbatterie spielen. Du musst auf Skills gehen. Warum mache ich das immer falsch? Ja. Okay, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay. Supi, danke. Clear. Da haben wir so richtig lange Dungeon-Zeit jetzt gehabt in den ganzen Folgen, ne? Also, klar, haben wir lange Zeit lang jetzt mal keinen mehr, aber. Wenn alles gut läuft mit dem 720, wovon wir mal ausgehen möchten, kann ich ja sowieso auch wieder jemand in den Mentors reingehen. Oder ich könnte mal wieder so eine Challenge machen. I'll reveal your true form. Zwischendurch so ein bisschen Auflockerung der Social-Sachen. Den Kamm bräuchte ich dir gar nicht mitzubekommen. You can aim for their weak spot. Aber jetzt habe ich schon gemacht. Ist ja eigentlich besser, wenn wir da gekommen. Great move, Joker! Go ahead. All right, Queen, I need the baton and follow up. Charge, Johanna! That's two on the floor. Go get him, Queen. You can end this right now. Finish him. Done and done. All right. A stylish victory. Das letzte Code-Kram. Die Kameras sind aber noch an. Das heißt, solange die an sind, komme ich da nicht so einfach ran. Aber jetzt ist mir ein bisschen Alarm, aber ziemlich egal. Das baue ich so schnell wieder ab, ganz ehrlich. Warum soll ich mich wahnsinnig machen? Geh gleich P. Okay. Jetzt haben wir noch einen Hinweis. Machen wir weiter so. Vielleicht der letzte, wir hier. Sicher der letzte, den wir hier brauchen. Ja. Ups, das war unnötig. Der letzte war unnötig. Aber siehst du, wir wären sowieso jetzt hierher gekommen. Also, im Endeffekt war das Blödsinn. Den Shortcut zu machen. Ich habe mich einfach nur abzocken lassen. Habe ich verdient, natürlich. Aber ich wusste es ja nicht. Ich hätte vorher vielleicht erst mit einem anderen Weg gehen sollen oder die Karte versuchen besser zu analysieren. Aber hey, komm, rumheulen muss man jetzt auch nicht deswegen. Ich habe nicht, ob ich irgendein Gerät verpasst habe. Cool, ich hätte das auch ausschalten können, als ich hier schon stand. Doof. Hätte viel einfacher sein können. doppelt gefailt. Nicht mal den Vorteil genutzt, den ich mir erkauft habe eigentlich, ne? Naja, egal. Das haben wir jetzt alles so gemacht und ihr wisst, dass es geht und das ist auch shit. So, was müssen wir denn eingeben? Erstmal gucken und dann gucken wir uns das, die Notizen an. Das ist noch so ein Gerät. Da steht Hux. Huge. Da steht Huge, du Idiot. Kannst du nicht lesen? Wir müssen das auch in Zahlen übersetzen. Ich hoffe, wir schaffen das mit ein bisschen bisherigen Hinweisen. Huge. Okay. Huge. H-U-G-E. H ist was? Wissen wir noch nicht? Was? Doch, wissen wir schon. H ist 2. H-U-G-E. 2. 2, 3. 2, 3, 1. 2, 3, 1, 9, okay. Ah.
Eben konzentrieren. Das ist wichtig. Muss ich nochmal raus, deswegen. Nicht der letzte natürlich, naja. Yes! Toll, der Tresor hat sich nur noch ein Stück weiter geöffnet. Nun dann, wir sollten... Das ist Bullshit. Das reicht mir nicht. Ich brauche eine gewaltige Präsenz. Was ist das? Ich habe es satt, dass die anderen auf mich herumtrampeln. Jetzt bin ich am Zug. You are unforgivable. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Ihm scheint alle egal zu sein, nach denen er selbst herumtrampelt. Jeder weitere Schritt verstärkt den Schuss in mir. Gehen wir weiter. Willst du zum Tresor zurück? Ja. Mehr war hier, glaube ich, nicht mehr, ne? Ich kann auf die Karte gucken, aber man sieht ja sehen, ob da ein Raum gefehlt hat oder so. Ich muss wieder speichern. Oh, ich kann hier aber nicht einfach runterschalten. Ja gut, falls ich am Ende ankomme und noch keinen Samen gefunden habe, kann ich immer noch nachgucken gehen. Ja. Erstmal speichern. Alright. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee dahinter, hinter diesem Schlosssystem. Weil das sich wie, also, dieser Tresor fällt jetzt gerade ein bisschen wie ein Schloss, ne? Als müssten wir Stück für Stück dieses Schloss knacken auch. Nur im sehr großen Stil, ne? Okay. Ist eine coole Idee. So, hier ist ein Gegner scheinbar. Yeah. Vielleicht vor einer Samentür. Das könnte natürlich sein. Hey, seht mal, das hier ist jetzt auch offen. Diese Bewegung, kein Zweifel. Hm, ist dir was aufgefallen? Diese gesamte Etage, das ist das Zylinder von einem Schloss, ja, genau, was ich gerade erwähnt habe. Was meinst du damit? Kannst du das mal genau erklären? Der Zylindermechanismus prüft, ob ein Schlüssel passt oder nicht. Verwendet man die richtigen Schlüssel, ordnen sich die Stifte und das Schloss öffnet sich. Indeed. Hm, als sich die Wände bewegt haben, hat sich bei dem Weg dort nichts getan. Dann ist die gesamte Etage ein riesiges Schloss. Ja, aber nicht im Sinne wie bei Kamoshida damals. Ja, hier ist alles erstmal unwichtig. Es muss doch einen anderen von diesem Raum abgetrennten Bereich geben. Alright, let's go! Da muss der Schatz sein, super. Legen wir los. Das ist ein besonderer Wächter. Aber ich sehe da keine Tür. Aktuell zumindest noch nicht. Wir haben ja gespeichert, also gucken wir einfach mal. Was passiert, wenn ich auf den zulaufe? Ah, warte mal. Das ist ein Eingabefeld. Vielleicht kann ich das noch nicht mal bedienen. Vielleicht aber schon. Ich will nicht runterfallen gerade. Ich habe Angst, dass wir runterfallen können. Können wir da runterfallen? Nein, das ist ein Glas. Das Glas vor. Scheiße. Aber wir müssen da eh vorbei. Also kann das nicht der besondere Ort sein. Das ist unmöglich, richtig? Macht ja keinen Sinn. Ja gut, komm. Nicht so viel rumklabern. Let's go. So, noch so einer von denen. Was treibt ihr denn da? Simon hinter ihm. Noch seine Vorrichtung. Er bewacht sie bestimmt. What do you wanna do? Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir ihn besiegen. Bereits Joker, wir haben ja gespeichert, also komm. Ihr müsst diese Ratten sein, von denen sie geredet haben. Mr. Kaneshiro hat gesagt, dass hier niemand vorbeilassen darf. Ich. Das bedeutet euer Ende. Warte nur, ne? Oh, oh, oh! Das ist aber ein mächtiger Boy. Der 26 ist er hier tatsächlich nur. Aber das ist eigentlich schon eine recht mächtige Figur. Alter Schwede, ich habe ein bisschen Angst. Könnte auch wieder sehr physisch stark sein. Wir testen mal Reiner direkt. Okay, der ist stark. Oh. Blutbad. Ich habe es geblockt zum Glück. Ich habe, wenn er eine Schwäche hätte, dann glaube ich kein normales Element. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich weiß halt nicht, wie physische Angriffe auf ihn wirken. Ich schätze fast so gut wie gar nicht, aber ich teste es mal aus. So kann ich es nicht rausfinden. Leider. Testen wir also Wind. Let's go. Dachte ich mir, dass das nicht viel bringen würde. Aus dem mit Psi. Ist ihm auch egal, okay. Persona! Halt mal bitte eben Morgana. Und buff sie gleichzeitig. Warum nicht? Ihn, mein Gott, ihn. Finsternis, okay. Das heißt aber, vielleicht ist er schwach gegen Licht.
This is my other self. Okay, physisch funktioniert auch. Gut. Persona! Not finish you. Schade. Hat ja eigentlich einen Hochschuss auf Glücksschaden, ne? Aber dann wissen wir, was ich nutzen kann. Da kann ich nämlich einfach meinen schönen Nigimita mal rausholen. Mein Heiler kann ja auch noch ein bisschen mehr. Ja, sehr schön. Amin. Auch absolut. Good job. Okay, was brauchen wir für ein Wort? Hm? Auf dem scheint kein Passwort oder so zu stehen. Ich schätze, deswegen hat der Schatten es bewacht. Dafür scheint kein Schlüssel nötig zu sein. Aber links und rechts an dem Box sind Knöpfe. Hey, hey! Es muss einen Grund geben, warum die Wache hier war. Schauen wir uns um und finden es heraus. Die rechte Taste drücken. Das hilft noch nicht. Sowas macht es noch viel komplizierter für mich jetzt. Das wird natürlich nicht helfen, dachte ich mir, ja. Also haben sie nochmal das Rätsel ein bisschen verändert hier, okay, um es nicht allzu eintönig werden zu lassen. Joker. Richtig ärgerlich, wenn man sich dadurch verbauen könnte, zum Samen zu kommen. Ich hoffe mal nicht. Kann ich das Ding nochmal betätigen? Joker. Und wenn ich jetzt nochmal drücke, geht er wieder zurück gleich, oder wie? Joker. Ich will nur wissen, ob es die Option gibt oder nicht, deswegen. Gibt es nicht. Also ich kann zwar zurückfahren, aber wahrscheinlich nur, um nachher danach hinzukommen. Alles klar. It seems. Das scheint dasselbe Gerät zu sein wie vorhin. Gucken wir erstmal, wo das jetzt hinführt. Okay. Wieder ein Wächter. Focus. What to do? Da hinten ist die Tür. Okay, ich sehe, da hinten ist die Tür. Ich sehe sie. Das heißt, Gott sei Dank, wir haben den richtigen Weg zur Samentür gefunden. Hier sind auch Schatten. Eventuell bewachen sie etwas. Nee, das sieht echt ungemütlich aus. Wir sollten sicherstellen, dass alles einsatzbereit ist. Mhm, das werde ich auch tun. Wir sehen uns gleich genau hier wieder. Ich gehe nochmal speichern, weil ich will kein Risiko eingehen gegen diese Türwächter, weil die sind meistens ziemlich krass, also bis gleich. So, ich habe einmal geheilt und gespeichert. Kein SP tatsächlich. Wenn wir es damit schaffen, dann müssen wir nicht mehr kämpfen. Bisher waren meistens die Türwächter nicht nur die stärksten Gegner, vor dem Boss natürlich, sondern meistens auch die letzten, die ich bekämpfen musste. Also mal gucken. What are your thoughts? Es wird eine harte Nuss. Sind alle bereit? Überlass das mir. Was macht ihr hier? Aber wo ihr schon mal hier seid, mache ich euch gleich den Garaus. Oh. Alter, ein Cerberus. Let's do this. Was geht los? Macht euch bereit. Also heißen sie halt meistens, ja, diese, von dem Sein her sind sie meistens Cerberus in diesen Spielen. Wachhund des Hades, ja, siehst du. Persona! Okay, hast du eine Schwäche? Wir wissen es nicht. Finden wir es raus? Ich hoffe es. Resistent gegen Pfeiler. Alter, das könnte aber heißen, dass er schwach ist gegen Psy. Okay, er repellt physische Angriffe. Was dumm ist, du kannst ihn nicht wiederbeleben. Ich werde jetzt zum ersten Mal ein Item benutzen, zum Wiederbeleben. Ich könnte zwar Recarm machen, aber ich glaube, ich muss vor ihm Sio machen, weil ich schätze, dass es seine Schwäche sein könnte. Und wenn wir mal eben einmal wieder hier wiederbeleben, das ist nicht so schlimm, oder? Gibt einen Gefallen? Na, das ist weniger. Okay, das Stärke haben wir öfter. Okay, aber nehmen wir das hier erstmal. Okay, der ist gefährlich. Keine physischen harten Angriffe. So, ich denke mal, Sio müsste die Lösung bei dir sein. Ich hoffe es. Nicht? Scheiße. Okay, der ist gefährlich. Der ist auf jeden Fall gefährlich. Let's go. Okay, wir könnten ihn mit Vergesslichkeit belegen. Kann er nicht nutzen. Ha! Er wollte Hohn machen, kann es nicht nutzen. Ist Hohn nicht die Fähigkeit, die uns dazu zwingt, Wüten zu werden, anzugreifen? Er hätte uns gekillt. Alter, ist der gefährlich. Wenn ich mich nicht irre, macht Hohn uns doch Wüten. Er hätte uns weggemacht. Dass ich jetzt Vergesslichkeit gemacht habe, einfach nur riesiges Glück. Alter Schwede. Mau.
Eis ist die Speise. Ja klar, Feuer, ja. Ja. Ich hätte auch kommen müssen. Okay. Krass. Also, jeden, den er gerade getroffen hätte mit Hohn, wäre gestorben. Mit ziemlicher Sicherheit. Das ist richtig übel. Wenn ich Hohn richtig einschätze, dass es uns alle wütend machen kann. Du halt's. Much thanks. Not yet. Ey, nein. Das war nice. Das war zum ersten Mal die Aufmerksamkeitsfähigkeit, die wir gelernt haben vom Therapeuten, die SP regeneriert. Das war sogar ziemlich viel SP und auch relativ früh schon. Persona! Echt cool. Schwächen will ich erstmal trotzdem sicherheitshalber. Alright. Ey, jetzt nicht mal vergesslich, was schlecht ist. Machst du bitte nochmal vergesslich? Das war nämlich echt gut gerade. Na schade. Okay. Er ist schwach dagegen, das ist schlecht. What? Alter! How undignified. Einer von uns brennt schon. Goemon! We got him on the ground! I knew you could do it, Bob! Okay, guys. Diese Torbecher sind immer eine Challenge, ne? Mein Gott. Kannst du dich löschen? Du kannst wie es Media machen. Das ist euch besser erstmal. Thank you. Okay. There. We're all locked down. That was incredible, Joker. Gott sei Dank hat er eine Schwäche, hätte er keine gehabt, ne? Das wäre übel geworden. Persona. Nice. Kein Hohn. Und auch keine Bajara-Wucht. Das Gute ist, dass die ganze Runde durch verlieren, weil sie es trotzdem versuchen. Das finde ich sehr nice. Sehr, sehr nice. Das war's, oder? Ah, hab ich ganz. Oh. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, das zu beenden. Level up, Level 27. Ja, schön. So viele neue Fusionsoptionen, die uns da ermöglicht werden. Der war echt tough. Und ganz ehrlich, was habe ich für ein Glück gehabt, dass ich aus Verzweiflung versucht habe, ihn vergesslich zu machen. Hätte er den Hohn durchgezogen, mein Gott. Das hätte ganz böse ausgehen können. Okay, ich heile mal eben, weil ich gerade Mana wiederbekommen habe. Der SP. So, und hier ist jetzt der Samen. Super, dann wieder alle gefunden. Konoshiro stolen from so many people. Now we're taking his will seeds. I suppose it's karma. Ich muss schon sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das wir jetzt bekommen noch krasser sein soll, als das wir mit Madarame bekommen haben. Aber ich bin mal gespannt. Der blaue Füllereisamen. Okay, alle Samen, sehr gut. Fusion. Ha. Kristall der Völlerei. A will seed. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was echt krass wäre, wäre ein Item, das dir passive Regeneration gibt. Und zwar nicht nur HP, sondern auch, also nicht nur TP, sondern auch SP. Mal gucken. Das wäre auch noch sehr krass. Ein Kristall mit der Macht der Füllerei. Einfach nur Marakukaja. Marakukaja ist ein sehr guter Zauber, aber ich finde es lange nicht so krass wie Dringende Eitelkeit. Der ist so, also der Kristall damals auch, der ist so viel besser. Aber Marakukaja ist ein sehr, sehr, sehr geiler Skill. Kann ich mir natürlich nicht geben. Was ist nochmal der Atemring gewesen? Ach ja, Lebensbonus, ne? Wir geben das mal Morgana, da hat Morgana nämlich einen extrem geilen Skill. Zumindest. So. Okay. Super, dann haben wir also wieder alles bekommen. Ich bin gespannt, was raus wird, wenn wir das Ding erstmal, wenn wir das Ding erstmal bei Hoste abgeben.
Für das kleine, aber feine Upgrade. Let's do it. Oh, ich hoffe, das war's mit Kämpfen jetzt. Ich hoffe, also ich denke mal fast, wir reichen eine Schatz, dass wir alle zusammen am ersten Mal finden konnten. Anscheinend gibt es dieses Mal keine Blockade, die uns aufhält. Die wir es in der echten Welt lösen müssen. Bis auf den Schatz an sich natürlich. Und die würde ich jetzt gerne auch noch erreichen. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass da noch viel kommt. Halt, wir müssen hier immer noch drücken, ne? Ich glaube hier. Fascinating. Fascinating. Ne, das war wohl... Ach, doch, das ist richtig gewesen. Ja, mir ist es gerade in den Sinn gekommen. Wo ich schon sagte, wahrscheinlich müssen wir doch nochmal in den Raum zurück, in den kleinen, abgeschlossenen, weil sich danach was auftut. Das ist genau jetzt passiert. Joker. Genau, jetzt können wir nämlich durch. Ich gehe mal davon aus... Das ist, Finish? Na, hier ist noch ein Gegner. I have something. Oh, nur Normie, gelber Boy. Gut. Show me your true form. Das war zwar eine relativ große Gruppe, aber alles nur bekannte Gegner. Oh, Räucherstäbchen Stärke. Das war hier für Persona-Waffen, ne? Nicht für mich Waffen. Muss eigentlich, weil ich selber keine Werte habe. Ehrlich gesagt. Wo ich das finde, unter welchen Objekten. Ah, hier. Ja, kannst du die Person um einen Stärkepunkt erhöhen, okay. Das spare ich mir auf jeden Fall noch auf für eine Person, die es wert ist, ne? Was? Boah, ist noch nicht vorbei, im Ernst? Watch out, Joker. Das ist echt größer hier als gedacht, okay. Isn't that? Die Sicherheitsvorkehrungen hier scheinen viel stärker zu sein. Ist das der Schatz? Ich weiß ja nicht, ne. Ist wie so ein Schwein nur. Kein Grund zur Sorge. Wir müssen wie vorhin einfach die Stromzufuhr der Schranken ausschalten. Sieht so aus, müssten wir eine Reihe von Stromkästen finden. Ja, den Dungeon hätte man echt besser in zwei Teile aufteilen können. Also wir selber einfach die Entscheidung treffen sollen. Da sollen wir hin? Okay, da ist ein Terminal, stimmt. Hab mich gesehen, ne? Oder? Ja, hab mich gesehen. Scheiße. Ein kleiner Double Fight, aber machbar. Ich muss aber sagen, meine Ressourcen in NSP sind mittlerweile schwer erschöpft. Ich sollte versuchen, den Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Garula, sehr gut. Upgrade für Garu natürlich. Nehmen wir mit. Aber ich sollte jetzt wirklich die Kämpfe aus dem Weg gehen. Ich glaube, ich habe genug gekämpft. Ich habe auch ein sehr gutes Level gefühlt. Also wenn ich den Gegner aus dem Weg gehen kann, soll ich das mal versuchen jetzt. Das könnte sinnvoll sein. Gehen wir jetzt mal hoch. Übersicht gewinnen ist immer eine gute Sache. Gut, dass man dabei steht, ob man herunterspringt oder rüberspringen würde. Oder zumindest springen oder herunterspringen unterschieden wird. Das ist sehr wichtig. We will be counting on you. Block. Noch ein paar Nervensägen weniger da unten. Hier ist nur herunterspringen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich woanders noch hochspringen, ne? Aber hier kommen wir jetzt mal. Zu der Etage haben wir noch keinen einzigen Hinweis gefunden. Willst du weitergehen? Schauen wir uns noch herum. Was? Was kommt denn noch alles? Die Sicherheit hier ist unglaublich hoch, aber irgendwas muss die Schranken mit Strom versorgen. Es muss ganz in der Nähe sein. Schauen wir es uns an. Ja, ja, ich wollte auch nicht weitergehen. Ich wollte nur gucken, was hier ist. Alter, was kommt denn hier noch alles? Diesen Dungeon echt unterschätzt, ja. Krass. Ah, nicht zu kämpfen ist meistens gefährlicher als zu kämpfen. Hier oben siehst du mich, glaube ich, nicht. Ne? Genau. Und da ist nochmal so ein Ding zum Ausschalten. Wir machen wieder ein Blatt. Ich muss es machen. Good positioning. Let's make a quick move. This way. Dann gibt es ein paar von diesen eisschwachen, okay. Hundeartigen Dingern, weil gegen die haben wir noch genug Mana. Zum Glück. Okay, das war die erste Schiene. Es gibt noch mehr. Das entwickelt sich zum echten Mühsal. Wir können hier auch direkt wieder... Könnten hier auch welche direkt über uns sein? I can feel it. Ich weiß auch nicht, wo wir überall hoch können, das ist das Problem. Da waren wir schon hochgegangen, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier komplett lösen können.
Ich müsste nochmal nach oben. Ich will mal kurz gucken, ob da oben noch irgendwas war. Weil würde mich wundern, wenn wir weiter essen müssen. Aber hier ist ein Schatztruhe. Da müssen wir auch irgendwie hinkommen, oder? Hätten wir nicht da einfach rüberspringen können? Ja. Ah, ich brauche dringend neue Dietriche. Ich habe nur 3 Stück. Das wird kritisch. Eine Heilperlenkette, okay. Focus. Dann sind noch mehrere Koffer und ein Schacht, wo wir reinklettern können. Okay. Und da ist die letzte Kameraanlage, ne? Wie kommen wir denn da am besten hin? Einfach hier rüberspringen, oder? Würde ich das mal so behaupten, aber ich bin mir nicht sicher. Doch, das müsste stimmen, das sieht gut aus. Ja, okay. Gut. Geht doch. Schade, sonst hätten wir die Schranken ja nicht abgestellt. Ja, haben wir. Hammer. Dieses Geräusch. Seite 5. Ich hätte halt schon viel. O plus H gleich 10. Oh Gott, jetzt wird's komplizierter. Hm, hier ist eine Notiz, da steht O plus H gleich 10. Da müssen wir jetzt rechnen. Gütiger Himmel, ja. Schrecklich. Da oben kommen wir nicht hin, glaube ich, ne? Ich glaube fast nicht. Ich vermute gerade so ein bisschen, dass wir da von der anderen Seite hinkommen. Oder? Ich gehe noch einmal hoch und gucke nach. Ja, immer die falsche Taste zum Haken. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde die wie eher allen Leuchten dafür Haken und L für Karte, aber das ist, glaube ich, nur eine persönliche Vorliebe, keine Ahnung. Nee, da können wir nicht hochspringen. Focus. Da bin ich mir sicher. Da kommen wir nur hin, wenn wir von der anderen Seite kommen. Aber da ist auf jeden Fall noch ein Koffer, den ich aufmachen könnte. Ja. Aber da können wir definitiv nicht rüber. Das ist mal Fakt. Wir sollen auf jeden Fall weiter jetzt. Gut, da konnte ich wenigstens einen Gegner hier umgehen. Halbwegs geschickt. Jetzt werde ich auch nicht mehr gestoppt hier, ne? Na klar. Dude. Jetzt hätte ich gerne auch mittlerweile mal einen neuen Safe Room, ehrlich gesagt. Verdammt, das ist Wahnsinn. I see. Überall Tresore. Kaneshiro muss ja eine gewaltige Menge an Geld eingeheimst haben. Ich habe im Palast nichts gesehen, wofür er es ausgegeben haben könnte. Vielleicht ist er einfach nur horten? Für so eine Diskussion haben wir jetzt keine Zeit. Gib mir weiter. Hey. Hey, sieh dir das an. Yes. Da drüben. So ein Hinweisding. Noch eins. Man. Und ist das nicht wie die Stromversorgung der Schranken? Ach, du hast recht. Hier lang ist eine Sackgasse. Wir müssen wohl über einen anderen Weg suchen. Ja. Somewhere. Ich hoffe jetzt wirklich, dass hier noch irgendwo ein Safe Room ist, weil ich müsste ein bisschen SP generieren tatsächlich und speichern und aufhören vielleicht erstmal auch mal. Hier ist wieder eine Abkürzung. Nicht nochmal. Einmal, ich habe mein Lehrgeld gezahlt, danke. Oh Gott, ich habe keine Mana mehr für dich. Show me your truth. Immerhin war da ein Schatz bei, jetzt hast du wieder ein bisschen mehr Kohle und Erfahrung. Level 27 für Ryuji. Alright. Wir brauchen echt fucking dringend einen Speicherort. Bitte. Okay, warte. Oh. Er sieht uns jetzt nicht, oder? Wenn ich hier stehen bleibe, sieht er mich nicht. Ich bin nur überall unsichtbar, richtig? Ja, aber er geht, wenn er nur hin und her läuft hier, dann bringt mir das nichts. Gar nichts. Doch, ich könnte rüberspringen. Die kann ich ausweichen. Das mache ich auch. Hier ist ein Hund gewesen, oder? Ja. Mist, Hunde sind nerviger. Gott, ich... Hä? Da war noch eine Tür, die ich nicht geöffnet habe, oder? Scheiße, ich habe eine Tür nicht gesehen und nicht geöffnet. Wenn das jetzt eine... Ein Safe... Das kann doch kein Safe Room sein. Das sah nicht so aus. Ach, komm. Also ich merke, ich bin mehr stark genug für diese Kämpfe, aber ich habe einfach keine Power, keine Ausdauer mehr, keine SP mehr. Aber ich muss den jetzt besiegen, damit ich einfach... Ah, Kamera habe ich nicht beachtet. Ach, das war der Shortcut. Warum habe ich das vergessen? Ich merke schon, ich bin durch. Ich muss aufhören mit Aufnahmen, ich muss aufhören mit diesem Dungeon. Aber ich muss noch weitermachen. Was soll ich tun? So, aufmachen. Aber man will nicht mehr aufhören, ne? Ich bin wahrscheinlich total nah dran. Jetzt aufzuhören wäre doof. Dieser blöde Köter, ey. Hab ich gesehen. Oh, ist ja schnell. Ja, komm. Er ist immer noch hinter mir her. Ich weiß.
Oh, they found us. Let's stay focused next time, okay? Er ist tatsächlich despawned, nachdem ich den Schalter gedrückt habe. Ich hatte die Hoffnung, dass sowas passieren könnte. Aber ich hätte nie geglaubt, dass es wirklich klappen würde. Nice. Der Schatz war ganz gut versteckt. Oh, 3 Glücksdrückerstäbchen. Deswegen war es gut versteckt, wa? Nicht schlecht. Ah, noch ein Köter. Nix, wir attacken den nicht. Wir gehen weiter. Meine Kamera. Noch eine Kamera. Nein! Okay, ich mache halt nur Glücks. Oh, 60%. Der so schlimm war das noch nie. Cool bleiben jetzt. Cool bleiben. Einfach cool bleiben. Oh Gott, was kommt denn hier noch alles? Da kann ich jetzt noch nicht rein, oder wie ist das? Ja, die ist versperrt. Ich brauche einen fucking Safe Room, ich sag's dir. Okay, wir werden den Terminal hier nicht, das Terminal nicht bedienen können, weil wir, das oben ist nur ein Schockkopf wieder raus gewesen, die Luftschleuse, denke ich mal. Das Terminal können wir nicht bedienen, weil wir brauchen auf jeden Fall noch das eine Passwort. Aber wie kommen wir da rein? Also wahrscheinlich über diesen Weg hier, ne? Das Hochspringen oder so. Muss ja, ja. Ah, okay. Gut. Komm schon, bitte gib mir einen Safe Room. Oder das Ende des Dungeons. Aber mit Safe Room müsste auch sein, weil keiner will nochmal so weit laufen müssen, ehrlich gesagt. Bitte keine Überraschungskämpfe mehr, weil ich habe echt keine Power mehr für Fights. Dicke Fights, wohlgemerkt. Seite 6, okay. L gleich U plus G. D gleich G. Ah, das sieht ja aus wie Algebra. Ich bin jetzt schon verwirrt. Hunter, das ist doch nur ganz einfache Addition. Ich habe jetzt auch schon, aber nur weil ich gerade schon ein bisschen durch bin. Okay. Okay. Jetzt bin ich wieder unsicher, was das jetzt also war. Wo war das denn? Wo habe ich das gerade aufgemacht? Ich muss die Folge beenden, ganz ehrlich. Aber wenn ich jetzt hier raus spawn, alle Gegner nach, das kann ich mir nicht erlauben, ist das Problem. Wo ist denn dieses Netz des Tors gewesen, dieses Elektrotor mit den Schranken? Ich habe das Gefühl, habe ich nie gesehen. Na, ich gehe jetzt nicht nochmal da, da ist der Hund schon wieder. Da ist es. Aber wie komme ich denn da hin? So nämlich nicht. Ich muss da irgendwie hier hoch, okay. Warum kann man da überhaupt hin? Ist das nochmal ein Schatzraum oder? Ja, okay. Okay. Schnupftabak der Seele ist alles schön. Okay. Ich muss jetzt dahin und das Rätsel lösen. Ich habe jetzt alle Sachen, die ich brauche wahrscheinlich. Erst müssen wir das Wort angucken. Das ist das vierte Pin-Gerät. Dieses Mal lautet der Codename Gold. Das ist ja mal einfach, das ist nicht einfach. Ich denke, das Muster wird hier auch nicht anders sein. Wir müssen nur den Code entziffern. Dem ist wohl so. Ich hoffe nur, wir schaffen das mit den Hinweisen, die wir bereits haben. Mal gucken. Gold. G-O-L-D. Erstmal G. G ist gleich P, P ist gleich 1. Also 1. 1. O. O ist... O plus H ist 10. H ist was? H ist 2, also 8. Also 1, 8. 1, 8. Ich wünsche, ich könnte mir das gerade irgendwo hinschreiben, kann ich aber nicht. 1, 8, 1, 8. So. L ist gleich U plus G. U ist A, 3. G ist 1, richtig? Haben wir doch gerade rausgefunden. Ja. L, also U plus G, also 1 plus 1, 8, 1, 8, 1 plus 3, 4, 1, 8, 4, 1, 8, 4, 1, 1, 8, 4, 1. Richtig? Ich versuch's. Bitte. Hey. 1, 8, 4, 1. Bitte. Ja. Okay, das war eigentlich simpler als man denkt, weil es fast immer wieder die 1 genutzt wurde, aber gut. Oh, ich hab's geschafft. Bitte gib mir ein Save. Okay, das führt zum Schatz, oder? 100 Pro. Genial, wieder richtig. Der goldene Schein. Schon wieder?
Das ist der Lohn für meine harte Arbeit. What was that? Glaubt ihr echt, heute bestehen ist Grund zum Feiern? Der gehört auch in die Klasse. Mit dieser Menge bin ich unangreifbar. Allmächtig. Ich habe mich verändert. Ich bin nicht länger die Person, die ich früher mal war. Die er früher mal war? Was muss mit ihm passieren, dass er solche verwirrten Gedanken hat? Keine Ahnung, was in seiner Vergangenheit passiert ist, aber seine Taten sind unverzeihlich. You're right. Genau. Wenn meine Vermutung zutreffend ist, dann war das letzte Gerät. Sehr gut. Gehen wir zurück und schauen uns den Tresor an. What do you wanna do? Wir wissen ja, wo er ist. Der Rückweg sollte aus ein Klacks sein. Was willst du tun, Joker? Danke. Jetzt gehen wir speichern und hören das mal auf. Nicht da reinlaufen jetzt. Das heißt, wir müssen nächstes Mal nochmal in diesen Dungeon rein, aber ganz jetzt, wenn ich jetzt reingehe, kriegen wir Story-Events, das wisst ihr selber auch. Und wenn ich das jetzt mache, dann sitzen wir hier wieder viel zu lange. Und ich wollte das ja immer ein bisschen, ne, begrenzt halten mit der Zeit. Die Folge ist lang genug. Ich bin super, super stolz auf die Truppe, dass wir es geschafft haben. Ich danke euch auch sehr fürs Zusehen. Ich denke, wir sind jetzt genau da, wo wir zum Schatz kommen, ja? Oh, in einem Rutsch, Leute. In einem fucking Rutsch. Nice. Das ist ein bisschen übertrieben und das muss ich auch nicht unbedingt haben. Aber diesmal hat sich das echt angeboten. Und da haben wir viel Zeit, die wir nachher brauchen können für Social-Kram, ne? Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch drauf, wenn ihr übermorgen wieder dabei seid. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.